Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir weiterkommen. Und zwar müssen wir jetzt in den Innenhof. Ah, da ist auch Fenrir. Wir haben nur noch einen Begleiter. Ich bin nicht sicher, ob das real ist. Falls ja, verdanke ich euch zum zweiten Mal mein Leben. Das Nichts fühlt sich jetzt anders an. Ich sehe die Nähte, die es zusammenhalten. Ich glaube, ich könnte jeden Augenblick erwachen. Träumer kontrollieren das Nichts und die Träume der Leute darin. Ich erkenne, warum die Kirche uns fürchtet. Ich habe Geschichten von Magistern gehört, die ihre Feinde im Traum verfolgt und vernichtet haben. Ihr habt recht. Ich muss das meistern und brauche jemanden, der es mich lehrt. Die Dalish haben nicht, was ich brauche. Tevinter vielleicht. Wenn man diese Kräfte schulen kann, dann dort. Das ist nicht mehr der jammernde Junge, den wir den Sklavenhändlern entrissen haben. Er könnte bereit sein. Meine Mutter würde diese Reise nicht gutheißen. Übermittelt ihr ihr meine Abschiedsgrüße? Möge der Erbauer euch den Weg weisen, Fenrir. Vielleicht gibt es einen Ausweg. Ich kann es schaffen. Fenrir hat seine Kräfte gemeistert. Er lebt also? Ihr habt ihn gerettet? Ich kann euch nicht genug danken. Hüterin Marithari, darf ich mit euch in die Sunderlande zurückkehren? Ich möchte meinen Sohn um Vergebung bitten. Natürlich. Es war eure Entscheidung, uns fernzubleiben. Er muss seine Ausbildung woanders absolvieren. In Kirkwall kann ihm keiner helfen. Ich soll euch seine Abschiedsgrüße bestellen. Mein Sohn! Nein! Ich muss ihn finden, bevor er geht. Es ist klug, dass er Anleitung sucht. In Kirkwall findet er nicht, was er braucht. Ich habe das, was ihr vollbracht habt, für unmöglich gehalten. Menschen wie euch gibt es wahrlich nur wenige. Es tut mir leid. Ich hätte an eurer Seite stehen sollen. Das reicht zwar sicher nicht, aber es ist gesagt. Ich möchte mich entschuldigen. Man vergisst leicht, dass sich Dämonen mit Worten nicht binden lassen. Euer Gefährte ist vor einiger Zeit erwacht. Niemand ist gegen das Angebot eines Dämons immun. Ihr habt bei Fenrir ein Wunder vollbracht. Dieses Buch gehörte dem letzten Träumer unseres Stammes. Seine seltene Magie ist unbezahlbar. Bitte nehmt es. Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, danke schön. Okay, erhaltene Gegenstände, Buch des schlafenden Ältesten. Aha. Wo haben wir denn das Buch? Oder wie haben wir das Buch? Haben wir vielleicht wieder Charakterpunkte gekriegt für das Buch? Nein. Schade. Fähigkeiten? Auch nicht. Aber was soll ich jetzt... Ist es vielleicht bei mir zu Hause? Das könnte natürlich jetzt sein, dass ich das Buch jetzt bei mir zu Hause habe. Schauen wir mal. Ah, Meryl. Ich kann nicht glauben, dass ich mich gegen euch gestellt habe. Mit dem Dämon, im Nichts. Es tut mir so leid. Maseranas. Ich verstehe, wenn ihr mir nicht verzeihen könntet. Ihr habt mich nicht verraten. Es war der Dämon, der euch dazu gebracht hat. Ich hätte erkennen müssen, dass ich manipuliert werde. Ich war bisher immer so vorsichtig im Umgang mit Geistern, dass mir so ein augenscheinlicher Fehler unterlaufen konnte. Das macht mir Angst. Es braucht so wenig, um einen Magier vom Weg abzubringen. Was macht ihr, um euch vor Dämonen zu schützen? Die Hüterin hat mich gelehrt, dass man im Nichts nur sich selbst glauben darf. Alles dort ist entweder eine Lüge oder ein Trick oder eine Falle. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen durfte.
Ich weiß nicht, warum ich es doch getan habe. Was hat euch dazu gebracht, ihnen nachzugeben? Es hat sich angefühlt, als würde jedes Wort des Dämons mich berühren. Und an meinem... Ich wollte ihm nicht glauben, aber ich musste es einfach. Ihr befindet euch bereits in weitaus größerer Gefahr als die meisten. Wegen der Blutmagie, ich weiß. Ich werde mich von nun an noch... Den Schöpfern sei Dank, dass ihr da wart. Es wird nie wieder vorkommen. Dafür werde ich sorgen. Okay, Meryl Freundschaft plus 15. Ich hab's nicht geskippt. Das war jetzt irgendwie... Keine Ahnung, woher das jetzt kam. Aber gut. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, wir dürfen porten. Jetzt ist aber die Frage... Moment. Gucken wir mal kurz ins Tagebuch. Gefährten. Wir sollen noch einmal mit Warwick reden. Nochmal mit Warwick. Okay. Und einmal mit Evelyn. Na gut, dann gehen wir erstmal zu Evelyn. Feste des Vikongs. Dann reden wir erstmal mit Evelyn. Bestimmt auch wegen den Erlebnissen. Viel Glück beim Reinkommen. Ich warte schon den ganzen Tag. Du wartest schon den ganzen Tag. Es ist anders hier. Fühlt sich fast an wie Familie. Es ist kalt hier drin. Ich kann mich nur schwer warm halten. Seitdem nichts und diesem Ding in Fenrir. Gab es Nachwirkungen? Es bricht sich immer wieder Bahn. Ich spüre sein Verlangen. Es muss stark gewesen sein, um euch zu kontrollieren. Stark ist das falsche Wort. Mit stark kann ich umgehen. Aber das war... Ich weiß es nicht. Es nahm eine Erinnerung, mit der ich meinen Frieden geschlossen hatte und... Naja, wenn das der Kampf ist, den Magier ausfechten müssen, dann bin ich nicht mehr völlig gegen die Galgenburg. Sollte ich also eingesperrt werden? Ich weiß es nicht. Wer kann so etwas widerstehen? Anders konnte es nicht. Und er scheint darauf auch noch stolz zu sein. Meryl strebt irgendeine Art von Vereinbarung an. Das ist ganz offensichtlich. Ich glaube, Magier haben entweder eine Art von Willensstärke, die ich nicht begreife, oder sie sind keine Sterblichen. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Was hat der Hauptmann der Wache überhaupt in nichts zu suchen? Hey, Evelyn mochte das überhaupt nicht. Dass wir sie mitgenommen haben. Oder die Antwort hat ihr einfach nicht gepasst. Wir haben hier hinten aber noch eine Quest. Hoffentlich habt ihr einen schönen Tag, Sarah. Ja, das hoffe ich auch, dass ich einen habe. Was haben wir denn hier hinten? Oder wen nichts haben berühren. Wir hier hinten? Ich habe alle Papiere alphabetisch sortiert. Buch des Bösen. Du hast eines von Tarns Bücher gefunden. Die Seite mit Geheimnissen der Blutmagie gefüllt. Während du es ansiehst, spürst du, wie sich die Macht regt. Ich weiß nicht, darf ich das Buch lesen? Während du die Seiten liest, verändern sich die Worte vor deinen Augen. Flüchtige Sätze erlauben dir einen kurzen Blick auf vertrocknete Geheimnisse. Das Buch bietet dir Macht im Austausch gegen das Versprechen, es anschließend unberührt zu lassen. Okay. Ich habe zwar den Handel akzeptiert. Die Worte tanzen so schnell über die Seiten, dass deine Augen kommen. Ah, es endet und du fühlst die Stärke. Außerdem fühlst du dich schwer, auch nur einen weiteren Blick auf das Buch zu werfen. Okay. Okay, da haben wir noch einen arkanen Schrecken. Okay. Na, das sieht nicht gut aus.
Aber erstmal hier ein Eis vor. Die Frage, wo ist er? Da oben ist er. Natürlich gehst du auf mich los. Aber erstmal bomben wir da ein bisschen was weg. Ah, ich krieg gerade Unterstützung. Ja, Pech, dass wir so gut sind. Ja, das hatten sie wirklich. Arcana Schrecken. Na gut, haben wir eins dieser Bücher gefunden? Habe ich jetzt tatsächlich, ich habe Attributpunkte gekriegt. 2 Stück wieder. Ja, ist doch cool. Können wir nochmal auf Stärke gehen? Jetzt ziehe ich die Stärke aber ganz schön schnell hinterher. Das heißt, wir können uns bald so gönnen, oder? Wenn nur nicht alle Wachen analphabeten. Gut, dann haben wir hier noch einmal was für den Kodex. Wären auf einen Bericht heute Morgen stand lediglich ein Aufblick. Ist ja schon interessant. Seamus, nicht wahr? Der Sohn des Vicomte? Ihr seid ziemlich häufig hier, Sarah Hawk. Ich denke, ihr übt einen guten Einfluss aus. Ihr habt etwas bewirkt, als ihr mir geholfen habt. Ich lasse es mir noch immer nicht vorwerfen, dass ich die Kunari verteidige. Und ich vermisse auch nicht die Verbundenheit derer, die meine Überzeugungen nicht teilen. Der Arishok wollte mich sehen. Ich halte sie für ein Problem, aber das geht mir mit vielen Leuten so. Dann begegnet ihr ihnen bereits mit mehr Anstand als die meisten. Ihre bloße Existenz kann kein Vergehen sein. Egal wie sehr sie die Kirche in Frage stellen. Nicht, wenn einige ihrer Ansichten derart überzeugend sind. Wir sollten uns ein andermal unterhalten, wenn die Dinge besser stehen. Auf jeden Fall. Aber wir waren ja noch nicht mal beim Arishok. Na gut, jetzt müssen wir einmal in den gehängten Mann. Warwick will auch nochmal mit uns reden. Hawk, ich habe Neuigkeiten. Ihr solltet vielleicht darauf achten, dass nichts Zerbrechliches in eurer Nähe ist. Warwick, egal, was ihr mir erzählen wollt. Ich komme damit klar. Ich weiß, ich weiß. Ich habe die Augen nach Bartrand offen gehalten. Er ist aus den tiefen Wegen direkt nach Rivain geflohen. Vermutlich, weil er wusste, dass ich ihn dort nicht aufspüren konnte. Ich habe gehört, er könnte wieder in Cogwall sein. Er hat von einigen seiner Kontakte in der Oberstadt Darlin zurückgefordert. Wollte er in der Oberstadt bleiben oder war er nur auf der Durchreise? Wenn meine Informationen stimmen, und das tun sie immer, besitzt er dort ein Haus. Und das wiederum gibt uns die Möglichkeit, uns mit meinem geliebten, wundervollen Bruder zu unterhalten. Wie geht es euch dabei, Warwick? Mir? Mein nichtsnutziger, verräterischer Bruder ist endlich in Reichweite. Es könnte mir nicht besser gehen. Würde Bartrand es wirklich riskieren, wieder hierher zurückzukommen? Ich glaube, wir wissen beide, dass Bartrand für Geld alles riskieren würde. Hier findet er viel leichter einen Käufer für das Schmuckstück, das er gestohlen hat. Außerdem sind all seine Kontakte in Kirkwall. Euer Bruder schuldet uns ein paar Antworten. Das sehe ich auch so. Bianca hat ihn schrecklich vermisst. Statten wir ihm einen Besuch in seinem neuen Haus ab. Wir müssen ihn ja in der Nachbarschaft willkommen heißen. Ja? Ich habe etwas für euch, Warwick. Der Siegelring meines Vaters. Wo habt ihr ihn gefunden? Bartrand hat ihn versetzt, um die Expedition bezahlen zu können. Es ist unglaublich, dass ihr ihn gefunden habt. Das klingt genau wie eine der Geschichten, die ich über euch erfinden würde. Ich bin einfach nur froh, dass ich ihn gefunden habe. Unsere Mutter war... Nun, ich wüsste kein Wort, das den Zorn einer alten Zwergendame treffend beschreibt. Nun ja, vielleicht ignoriert mein Kontakt vor den Toren Orsamas meine Briefe ja ab sofort nicht mehr. Harrowmont hofft, dass die reale Welt einfach verschwindet, wenn er nur seine Augen schließt und es sich innig genug wünscht. Wie auch immer, ich bin euch etwas schuldig, Hawk. Erinnert mich später daran, dass ich eure Rechnung übernehme. Cool, und nochmal plus 15. Bestellt bei Korf, wenn ihr etwas trinken wollt. Nora hat es in 3 Jahren nicht ein einziges Mal geschafft, mir das Richtige zu bringen. Gut, dann könnten wir eigentlich nochmal kurz hier hinten hin.
Okay, eine Truhe komplex. Naja, ist ja nicht wirklich schlimm. Das war lang. Richtig, das war leicht. Oh. Hier ist auch wieder ein neuer Codex-Eintrag. Na, gib mir das Ding. Damit ich das einmal kurz durchscrollen kann. So. Ah, hier ist soweit nichts. Hier haben wir noch eine Kiste. Müssen wir ja jetzt alles neu nachplündern hier. Ja gut, sie sind ja ein paar Jahre vergangen, ne? Also, gehen wir mal hier ein bisschen Besuch abstatten. Und nehmen uns, was uns gehört. Nämlich alles. Ich könnte, würde ich ja wirklich alles mitnehmen. Aber kann ich ja zum Glück nicht. Weil sonst würde man mich immer nur von hier aus hin und her rennen sehen. So, gesprächiger Mann. Nee, das war's hier auch schon. Oh. Rewein haben wir hier noch. Nochmal ein Codex-Eintrag. Und interessantes Werk, das ihr da verfasst. Sir Roderick. Kennt vielleicht jemand Sir Karen? Hat er irgendetwas Unrechtes getan? Zischen die Dinger etwa durch Vader und verbreiten mit ihren blitzschnellen Reflexen Angst und Schrecken unter der dunklen Brut? Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal abgetan. Jetzt haben wir nochmal bei Nacht was und im Hawk anwesend ist schon wieder Post. Familienangelegenheit, ja. Der werde ich jetzt wirklich mal auf den Grund gehen. Das wäre echt gar nicht mal so verkehrt. Ah, ich hätte aber auch mal ein bisschen schlauer sein können und von Fenris ausgehen können. Naja, man lernt ja immer mal wieder dazu. Dann wollen wir mal gucken, warum er uns damals in den tiefen Wegen einfach so für so einen kleinen Lyrium-Götzen verkauft hat. Bin ja mal echt gespannt. Ja, und hier ist die Stadt auch wieder sicher. Bartrans Anwesen. Dieses Haus sieht verlassen aus. Ich verstehe das nicht. Meine Quellen haben gesehen, wie hier noch vor einer Woche etwas angeliefert wurde. Aber es sieht aus, als stünde es seit Monaten leer. Das ist die beste Spur, die wir haben. Vielleicht finden wir ja etwas, das uns zu Bartrand führt. Ganz meine Meinung. Okay, dann wollen wir mal gucken. So, heißt du deinen Bruder also willkommen, Bartrand? Na schön. Sag Hallo, Bianca. Okay, warum bin ich denn jetzt... alleine hier? Komm schon! Na gut. Na gut, machen wir erstmal so. Okay. Es sieht hier ein bisschen kritisch aus, aber bis jetzt halte ich mich eigentlich ganz gut. Da kommen ja immer mehr. Was ist denn das für ein Traum? Himmel. So, das war... Was haben wir eigentlich hier? Okay. Einfach nur ein großer Schuss. So, machen wir da auch nochmal. Schön Ihr Regen. Wollt also ein Stück von mir. Einer mehr ist wert.
Ja, du hältst ein bisschen viel aus, ne? Aber... Aber sonst ist alles okay. Er macht aber gut Damage, ne? Also... Aber ja, nicht sagen, dass er wenig macht. Einer mehr für den Stern! Wir kriegen auch gar keine EP oder so dafür. Kaum Schaden. Das ist an und sich hier gerade voll der Shooter. Okay. Ich werde dich kriegen. Okay, und du bist der Letzte. Lasst uns an, ihr Hurensöhne! Oh, Beric! Bitte vergib mir, Bruder! Ich war einfach nur eifersüchtig auf dich. Wie konnte ich nur jemals mit dir um Mutters Liebe konkurrieren? Du bist stark, gut aussehend und so unglaublich klug. Was ist? Warum solltet ihr in diesem Punkt lügen? Was hättet ihr davon? Was wollt ihr von mir? Ich bin eingebrochen, habe meinen Bruder gefunden und es war äußerst unangenehm. Familienangelegenheiten Nein. eben. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ach, na schön. Wenn ihr die schmutzigen Details hören wollt, das könnt ihr haben. Okay. Schmutzige Details also. Aber komm, das war eigentlich schon eine coole Geschichte. Total übermächtiger Warwick schießt erstmal alles über den Haufen. Diese Leichen sind noch nicht mal richtig kalt, Hawk. Irgendjemand war heute hier. Ja. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein, damit wir hier auch was sehen. So, zerquetschen erstmal ein paar. Jetzt hat das doch mal geknallt. Verrückte Wache. Ja? Wir sind auf dem richtigen Weg. Lasst euch das aber nicht zu kommen. Was hat mein Bruder diesen Männern nur angetan? Sie hatten vollständig den Verstand verloren. Ja, irgendwie schon. Gut, gehen wir erstmal weiter. Da ist nur eine Tür. Okay. Na denn, einmal wups. Wups. Und du bist der Letzte. Runter mit dir, oder auch nicht. Ja gut. Na komm. Klappt doch. So, verrückter Kommandant. Gehen wir dann weiter. Oh. Ja. Gut, dann machen wir das halt mal so. Erstmal alle niederknien. Dann macht's einmal Rums. Dann kriegt ihr Eis. Und dann regnet es nochmal ein bisschen Feuer. So. Da ist noch mehr. Okay. Bums. Der erste ist schon mal geflogen. Und ihr kniet nieder. Okay, das ist schon mal gut. Dann können wir hier nochmal einen Feuerball so dazwischen schmeißen. Bums. Damit es auch weh tut. Oh, ich bin festgesetzt. Ja, gerade nicht so viel. Okay, hier haben wir jetzt aber auch nichts mehr. Ich habe eigentlich erwartet, dass es hier jetzt vollgestopft mit Fallen und Co. ist, aber irgendwie... Ja,
Ist hier nichts. Sollen wir einmal eine Tür hier hin? Irgendjemand hat uns hier eine Arsch. Ja. Gut. Einmal kurz da was draufsetzen. Schön zusammenbleiben hier. Oh. Na, kommt schon. Ich will doch auch mitmachen hier. Die werden hier niemanden umbringen. Na, hört er mal auf, mich hier zu betäuben. Weil sonst fliege ich dir hier durch die Gegend. Gut, ich sollte erstmal die kleineren Gegner töten. Rums. Oh, nicht ganz aufgepasst. Gut. Erstmal einen hier runtersetzen und dann hier schön Feuer reinregnen lassen. So. Du bist der Nächste. Na, die Explosion haben wir jetzt noch nicht. Nehmen wir mal kurz einen Vitalitätstrank. Was ist eigentlich Warwick? Ach, der kämpft da hinten irgendwo. Na gut. Dann darfst du auch mal einnehmen. So, und du kriegst nochmal einen Blitz. Bums. Du bist erledigt! Okay, haben wir den nächsten. Ja, ich merk schon. Du darfst aber noch keinen weiteren Trank trinken. Okay. Ja, das hat ein bisschen geholfen. Ich hoffe, das auch. Sieht echt nicht gut aus für dich. Ah, das sieht wirklich nicht gut aus da oben. Okay, Warwick ist jetzt auch Game Over. Das sind jetzt aber auch schon auf jeden Fall heftigere Waffen. So, und dann hier. Alle nochmal runter mit euch. Dann trinke ich nochmal einen Schluck. Oh, wie viele. So, einmal kurz ein Stück laufen. Geh mir aus dem Weg. Und dann da oben mal einen Feuerball hin. Evelyn tankt die alle weg. Locker, easy, flockig, ne? Würde ich sagen. So geht das nicht weiter. Ah, so geht das wirklich nicht weiter. So, du hör mal auf, mir hinterher zu laufen. Evelyn, hilfst du mal? Ich weiß, du bist gerade mega langsam. So. Ein Blitzschlag für dich und komm, machen wir so, dass wir beide reinkriegen. Dann kann ich ihr da unten nochmal helfen. Nochmal was trinken. Und dann würde ich sagen, helfe ich ihr nochmal. Bums. Ne, ihr wollt es ja wirklich wissen, ne? Bums. Okay, und du bist der Letzte. Keine Chance gegen Evelyn.
Der drückt überhaupt nichts. Nein, hier. Runter mit dir! Autsch! Varric? Seid ihr das? Den Ahnen sei Dank. Moment, ich kenne diesen Mann. Er ist Bartrans Verwalter. Hugin, was ist hier geschehen? Varric, euer Bruder. Diese Statue, die er aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Bartrand sagte, sie habe für ihn gesungen. Auch noch nachdem er sie verkauft hatte. Ich habe mich hier versteckt, aber die Wachen, sie sind wie wild gewordene Tiere. Ich habe nicht gewagt, an ihnen vorbeizugehen. Alle in diesem Haus sind wahnsinnig geworden. Was hat er mit den Wachen gemacht, dass sie so geworden sind? Er hat sie gezwungen, Lyrium zu essen. Einigen der Bediensteten hat er bei lebendigem Leib Stücke aus dem Körper geschnitten. Er sagte, er wolle ihnen helfen, das Lied zu hören. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Bartrand ist zwar nicht unbedingt der netteste Zwerg, aber das klingt überhaupt nicht nach meinem Bruder. Ihr sagtet, er habe die Statue verkauft. An wen? Ich weiß es nicht, aber wir sind deshalb nach Kirkwall zurückgekommen. Er hat ununterbrochen über den verfluchten Götzen und seinen Gesang geschimpft. In seinen besseren Zeiten hat er das Ding gehasst und wollte es nur loswerden. Aber in dem Moment, in dem es fort war, ist alles nur noch schlimmer geworden. Abgesehen von den Wachen habe ich hier keine lebende Seele gesehen. Was ist mit dem Rest des Personals geschehen? Ich weiß nicht, was Bartrand ihnen angetan hat. Bei den Ahnen, die Laute, die aus seinem Studierzimmer kamen. Ich hoffe, sie sind inzwischen tot. Was meint ihr damit, ihr hofft, dass sie tot sind? Es ist nur, wen, was auch immer ihr in diesem Zimmer finden mögt, Varric, gewährt ihnen einen gnädigen Tod. Alles wird gut. Ihr seid nun in Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte das glauben, Mensch. Bartrand hat die Bediensteten mitgenommen und sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Seit Tagen ist niemand mehr herausgekommen. Und diese verfluchten Wahnsinnigen schleichen weiterhin durch die Hallen. Wir gehen rein und holen ihn uns. Komm schon, Hawk. Beenden wir es. Okay. Jaha. Aber vorerst kriegst du nochmal eine Verletzungsausrüstung, genauso wie sie. Wunderbar, jetzt seht ihr auch wieder gut aus. Dann werden wir hier nochmal kurz alles anmachen bei ihr. Gut, und auch bei dir wieder alles anmachen. So. Dann gucken wir erstmal. Verrückte Wache. Und wir hatten ja jetzt total Unrecht. Hier waren ja Fallen. Das heißt, es könnten hier auch noch mehr Fallen sein. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Hier sind wir, glaube ich, reingekommen. Ah. Hier hinten waren ja dann auch nochmal Türen und so. Okay, da waren nochmal ordentlich Gegner. Na gut, dann. Türblockade. Alles, was da durch will, wird elektrifiziert, zugefrostet und vollgepumpt mit Mana. Genau. So, und du da hinten, fühl dich nicht so sicher. Sonst fällst du auf den Boden. Okay. Aber hier ist jetzt soweit dann nichts. Warwick? Evelyn, nicht A sagen. Sonst muss ich B sagen. Gut, hier war jetzt nichts weiter. Hier hinten haben wir noch einen Raum. Bartrand, was hast du nur getan? Auf jeden Fall hat er sehr viele Leute umgebracht. Kinderspiel. Okay. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt ins Studienzimmer gehen.
Ich weiß, wir machen jetzt gerade so ein bisschen Überlänge, aber jetzt will ich das hier nicht unterbrechen. Hier ist noch eine Truhe. Mit Gürtel der Urzeit. Oh, mal gucken. Später vielleicht noch Verwendung. Ah, Runenfeld für Warwick. Das ist doch schon mal Schnieke. Gut, dann. Werdet jetzt nicht unvorsichtig! Die arbeiten mit nicht mehr mit Ding! Ach, hat sich durchgeschlichen. Ne, das sind andere. Na gut. Machen wir hier mal den Doppelten. Jeder, der hier rein will, ne? Und so. Der muss hier einmal komplett durch. Oh, Bartron steht auch hier zwischen. Oh, warte, hier, kriegst erstmal ein paar. So, euch ziehen wir mal runter. Und dann schmeißen wir euch weg. Ah, jetzt klappt das auch langsam. So, hier, der Verrückte da hinten, der kriegt nochmal einen Feuerball. Oh, Bartrand, Mensch. Gut, Warwick. Einmal was trinken. Und dann könnten wir eigentlich schon wieder ein bisschen regnen lassen. Gut. Und dann gibt's nochmal das hier. Und jetzt gibt's erstmal die ganze Zauberpalette. Ich kann es nicht mehr hören. Ich will nur das Lied noch einmal hören. Nur für eine Minute. Hört auf, das zu sagen! Ich weiß, ich hätte dieser Frau den Götz nicht verkaufen sollen. Es war ein Fehler! Ein Fehler! Bartrand, reiß dich zusammen! Weißt du, wo du bist? Weißt du, was du getan hast? Beric, du wirst mir helfen, nicht wahr, kleiner Bruder? Du wirst mir doch helfen, ihn wiederzufinden. Du warst schon immer der Gute. Dir helfen? Bartrand, du hast mich dem Tod überlassen. Du hast all deine Männer dem Tod überlassen. Und wofür? Für irgendein Schmuckstück? Sieh dich nur an. Sieh nur, was du den Männern und Frauen angetan hast, die dir gedient haben. Wo ist jetzt dein Edelmut, Bruder? Wo ist deine zwergische Ehre? Ihr habt ihn bereits besiegt. Lasst euch jetzt nicht hinreißen. Ich will einfach nur wissen, warum. Warum hast du das getan, Bartrand? Warst du schon verrückt, als wir in die tiefen Wege aufgebrochen sind? Oder war es allein die Statue? Ein Götze, keine Statue. Er will verehrt werden. Er will mich zurück. Sie hat ihn mir gestohlen. Für das hier. Wem habt ihr den Götzen verkauft, Bartrand? Sie strahlte wie die Sonne, doch ihr Herz war aus Eis. Sie wird ihn nicht nähren, nicht wie ich es getan habe. Bartrand war zwar ein Bastard, als er uns in den tiefen Wegen eingeschlossen hat, aber er war nicht verrückt. Verfluchte Ahnen. Warum lassen Sie mich meinem Ziel so nah kommen, wenn ich es letztlich doch nicht erreiche? Seit 3 Jahren wollte ich nichts anderes, als ihm in die Augen zu sehen, um Antworten zu bekommen, warum er uns in dem Teig zurückgelassen hat, warum er das alles getan hat. Ich nehme an, nichts von dem, was er sagen könnte, würde es wieder gut machen. Schwierige Entscheidung. Ihr wollt das doch gar nicht tun, Varric. Ihr seid kein Mann, der seinen eigenen Bruder töten würde. Nein. Ich habe die Tage gezählt, bis ich ihm endlich einen Bolzen in sein hinterhältiges kleines Gehirn jagen kann. Es geht nicht nur um uns. Seht doch nur, was er getan hat. Wie viele sollen denn wegen seiner Torheit noch sterben? Er muss aufgehalten werden. Aber es gibt andere Wege als einen Mord. Also gut, wir müssen ihn irgendwo wegsperren. Ich werde jemanden schicken, der sich um ihn kümmert.
Lasst uns gehen, Hawk. Je früher wir dieses Haus verlassen, desto besser. Evelyn Feindschaft? Was? Hätte sie eher gesagt, dass wir ihn umbringen sollen? Stiefel des Aufsehers. Okay. Ja, wieder eine mit Rüstungsset. Des Aufsehers. Aha. Ach, das ist ein... ja. Okay. Mal gucken, ob wir davon noch mehr finden. Auf jeden Fall sind ja Set-Gegenstände schon ein wenig wichtiger. Gut, dann gehen wir erstmal raus. Mal gucken, was passiert. Bevor ich jetzt unterbreche. Ah. Braucht ihr irgendwas, Varric? Etwas zu trinken wäre nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, als hätte mich ein Pferd getreten. Dass er mich in den tiefen Wegen sterben lassen wollte, hätte mich wohl darauf vorbereiten müssen, dass Bartrand wahnsinnig wird. Aber das hat es nicht. Sollte ich jemals Zweifel gehabt haben, wer von euch der bessere Bruder ist, sind diese längst verflogen. Ihr habt das Richtige getan. Ich bitte euch, Hawk. Das stand doch wohl nie zur Debatte. Immerhin bin ich der Gutaussehende und Unwiderstehliche von uns. Ich werde schon irgendwie mit Bartrand klarkommen. Beim Erbauer, das wird ein noch größerer Spaß als bislang. Ich kann noch immer nicht glauben, was er in diesem Haus getan hat. Es ist eine Sache, dass er uns dem Tod überlassen wollte, aber das... Er hat es nicht aus eigenem Antrieb getan. Das Artefakt aus dem Teig hat seinen Verstand zerstört. Ihr könnt ihn nicht von jeglicher Schuld freisprechen. Er hatte sich entschieden, das verdammte Ding zu stehlen. Er hatte sich selbst zuzuschreiben. Wie auch immer, ich danke euch. Ich sollte nun herausfinden, wer der Käufer dieser verderbten Statue war und ihn warnen. Er muss wissen, was geschehen ist. Auf jeden Fall. Gut, aber machen wir an dieser Stelle jetzt endlich einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.